willkommen zur 8. Expedition von No Man's Sky. Ich hoffe, ihr findet Gefallen dran und dann starten wir rein. So, und da starten wir mal ganz anders rein in die Folge von ganz woanders. Bekommen die Treibstoffblaupausen, warum auch immer. Und was wichtig ist, wir haben ja die optionale Aufgabe. Gastfreundschaft. Besuche die Frachterbasis eines anderen Spielers. Und da haben wir die gute Sleepy. Und die hat sich natürlich zur Verfügung gestellt, so freundlich wie sie ist. Damit ich bei ihr mal Hallo sagen kann. Und da landen wir auch schon direkt. Meilenstein abgeschlossen, Gastfreundschaft, einen anderen Frachter besucht. So. Wo haben wir sie denn? Da ist sie. Winken natürlich ganz freundlich, wie wir halt so sind. Sie ist natürlich ein Gag, wie sie im Buche steht, natürlich immer. Was sehr super ist. Und ich danke natürlich an der Stelle dir viel, vielmals dafür, dass du bereit warst, mich mal kurz in deinen Frachter einzuladen. Und ja, bin ich aber auch schon wieder weg aus dem Frachter. Wir wollen ja mit der Expedition weitermachen. Also nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle. So, und jetzt geht's natürlich gleich an gewohnter Stelle weiter. Wenn ich dann bei mir geladen habe, natürlich. So, wir holen uns das hier natürlich noch ab. Bekommen die Glyphen, bekommen den Atlas-Pass und die 5 Millionen Units aus dem Optionalen. So, damit das Ganze aber auch speichert, muss ich, glaube ich, trotzdem mal zur Raumstation mal kurz landen und aussteigen, damit das funktioniert. Der Ort wird eh nicht gespeichert, also ich müsste dann auf jeden Fall, wenn ich wieder lade, immer noch an Ort und Stelle sein, wo die letzte Folge aufgehört hat, wo wir dann natürlich auch weitermachen. So. Ein kurzes Aussteigen. Und das speichert er. Wunderbar. Sehr schön. Ja, wie gesagt, nochmal danke, Sleepy. Sehr, sehr nett von dir. Und ja, wir sehen uns bei Gelegenheit wieder. Das garantiere ich schon mal. So, und da sind wir wieder am Originalstart, sage ich jetzt mal. Nachdem wir den Besuch bei Sleepy eingeschoben haben, damit wir die gute optionale Aufgabe erfüllt bekommen und damit die Glyphen, Atlas-Pass und ein paar Units abkassiert haben. Hier sind die Pässe. Wo sind die 1? Da. Achso, ich kann das von hier aus nicht auf den Frachter packen. Da hätte ein kleiner Tipp am Rand. Der Atlas-Pass muss nicht bei euch sein, müsst ihr nicht bei euch tragen. Es reicht, wenn ihr den auf euren Frachter packt. Dann zählt der auch. Wenn ihr irgendwelche Behälter oder Türen öffnen wollt, die einen Atlas-Pass benötigen. Zudem, wenn ihr Atlas-Pass 2 habt, braucht ihr die 1 nicht. Da der 2er auch die 1er öffnet. Genauso wie der 3er die 2er und 1er öffnet und damit an sich nur den 3er dann braucht. Da spart man ein bisschen, ein paar Plätze.
Keine Ahnung, warum man hier das komplette Set bekommt und nicht einfach nur den dritten und fertig ist. Aber naja. Ist ja im Grunde auch egal. Brauche ich die für irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Dann kann nämlich der Einser weg und der Zweier weg. Da ich ja den Dreier habe, den ich dann bei Gelegenheit auf dem Frachter lasse. So, stehen wir hier rum und ich wollte noch ein bisschen was losscannen, weil wir noch das ein oder andere zum Scannen haben. Was wollte ich denn noch scannen? Pflanzen brauche ich noch. Ich glaube, Mineralien war das Einzige, was fertig war. Piraten abschießen. Okay, das muss ich auch noch machen. Aha. Neue Belohnung. Schürfer. Genau, das hatten wir nämlich in der letzten Folge noch abgeschlossen. So, wo war denn das andere? Müsste doch auch noch Tiere sein. Hier, Kreaturen. 10 von 25. Alles klar. Aber da holen wir uns doch erstmal das hier ab. Expeditionsbelohnung erhalten. Schürfer. Belohnung. Fregattenmodul. Scansystem-Upgrade. Und geborgene Daten. Scanner-Modul ist sogar sehr gut. Das nehme ich mit Freuden an. Ich könnte mir, während ich scanne, mal das hier aktiv halten. Da sehe ich wenigstens bei einem, wie viel und so weiter. Das kann aufs Raumschiff. Das kann aufs Raumschiff. Scanner-Modul kommt hier rein. Denn da kriegen wir nämlich um einiges mehr Geld raus, wenn wir Scans machen. Wie man sieht, hier 6500% und 8800%. Das macht ein bisschen was aus. So ein ganz klein wenig. So, wie sieht es hier sonst aus? Sonst ist hier eigentlich... Irgendeine Daten. Raumschiff-Inventar. Gut. Scannen wir mal noch. Nee, Mineralien brauche ich keine mehr. Den Baum kann ich nicht scannen. Mir fehlt die Reichweite für den Scanner. Recht offensichtlich. Da haben wir ein schönes Tier. Bup, und schon sind das nämlich 105.000. Das ist einwandfrei. So mag ich das. Ich bin für die Pflanzen echt so weit weg. Wie weit sind die weg? 238, 239. Das ist nicht viel eigentlich, aber naja. Das ist jetzt nicht der beste Scanner. Gefährliche Flora. Bing, die bringen 23.000. Am meisten bringen natürlich Tiere. Ist so, bleibt so. Und je seltener das Tier, umso mehr. Okay, wir gucken uns noch mal ein bisschen weiter um. Aber Tiere technisch sehe ich jetzt auf Anhieb nichts. Aber ich würde halt gerne auf jeden Fall... Pflanzen noch mitnehmen. Und Tiere, soweit es geht, noch mitnehmen. Und Kohlenstoff mitnehmen. Gerade solche Vorkommen, die nimmt man natürlich gerne mit. Da, Pflanze scannen. So, Pflanze scannen. So, und das Tier erwische ich auch. Den Baum. Ja, den großen Baum hätte ich gern. Danke. Habe ich schon. Habe ich schon so viele Pflanzen? Scheint es nicht zu geben.
Da ist noch ein Tier offensichtlich. Gut. Hier sind auch immer ganz interessant. So, warte mal kurz. So. Denn man kann nämlich auch an diesen Pusteln Sauerstoff kriegen. Aua. Und danach macht man sie kaputt. Und kriegt nochmal Sauerstoff. Sehr schön. So, gibt es denn sonst noch irgendwas? Hier ist ein Atlasbehälter. Da, und der braucht V1 und ich habe halt keinen V1 mehr. Ich habe nur noch den V3 und der reicht halt vollkommen aus. So, machen wir mal so. Jetzt kriegt man hier Schönes. Einen Mikroprozessor, die habe ich. Ja, natürlich mit. Die Handschuhe habe ich ja, ne? Die Handschuhe habe ich. Und Platz habe ich auch noch. Oh shit. Oh, stimmt. Das mögen die ja jetzt nicht so. Das Pflänzchen können wir mitnehmen. Ah, das habe ich schon. Das ist gut. Das sind keine effektiven Pflanzen zumindest. Ja, sind deaktiviert. Ah, das ist die Höhle, okay. Die führt halt zum Frachter. Eigentlich ein ganz cooler Bauplatz, muss ich mal so zugeben. Darf ich eigentlich? Nein. Ich darf keinen Computer setzen. Okay, ist nicht so wild. Ich glaube, bei der Expedition wird das nicht so relevant. Das ist eine Kupferansammlung. Ich werde noch chromatisches Metall brauchen. Das heißt, ich brauche Kupfer. Halt. Dich hatte ich noch nicht. Wenn wir dann jetzt hier Kupfer rumliegen haben, dann nehmen wir das natürlich mit. Und alles an Pflanzen und Tieren, was wir so auf dem Weg treffen. Ah, Mineralien ist egal. Mineralien bin ich durch. Da ist es. Sehr schön. Warte mal. Nee, das ist Mineral. Das ist mir Schnurz. Piep. Egal. Das ist auch Mineral. Eine Pflanze, die ich schon abgecheckt habe. Das ist auch eine Pflanze, die ich schon abgecheckt habe. Gut, gut, gut. So. Sauerstoff nehmen wir natürlich mit. In groß oder in klein? Ich glaube, ich mache mal Zeit sparen. Und sag mal... Effizienz egal. Effizienz einfach mal egal. So, viel mehr haben wir hier nicht. Da haben wir nochmal Silber, das Kupfer, nee, nicht Kupfer, noch mehr Silber, Paraffinium, da ist nochmal Kupfer, ist aber 500 weg, also nichts, was jetzt hier wirklich nahegelegen ist. Okay. Brauche ich mein Raumschiff? Und dann geht es nämlich weiter. Ich sehe nämlich auch kein Tier mehr so an sich.
Jetzt auch keine Pfütze gesehen, in die ich mal reinspringen kann und wegen Unterwasserwesen gucken. Und damit, ja, bin ich auf dem Planet hier eigentlich durch. Kann ich dich eigentlich scannen? Nee, das zählt halt alles als böse Pflanze. Haben wir gerade hier stehen, nehmen wir den natürlich noch mit. Ja, Navigationsdaten, sehr schön. Die werde ich wohl noch brauchen. Wenn ich nicht zufällig Glück habe. Okay, so schaut's jetzt aus. Ja, ich habe jetzt natürlich nur eine Eiweißperle, aber ja, das ist ja... ist ja egal, aber da ich noch keine Knarre habe, ist das jetzt auch schwierig. Okay, durch den Besuch habe ich auch irgendwie... ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Dass ich dann jetzt plötzlich die Blaupausen für den Treibstoff bekommen habe. Bin ich mir jetzt echt nicht sicher. Aber ich akzeptiere es gern. So. Gen Himmel. Reicht das schon? Nicht genügend Platz. Okay, ich hätte gern ein enges, allumfassendes Asteroidenfeld, denn ich soll ja Asteroiden kaputt machen. Das ist ja auch noch eine von den Aufgaben, aber das hier nenne ich nicht Asteroidenfeld, das nenne ich verstreute einzelne Asteroiden. So, dann gehen wir eben erstmal auf den Frachter. Da ich jetzt auch ein bisschen Treibstoff habe, kann ich dann nämlich vielleicht auch schon die eine Fregatte, die ich habe, mal losschicken. Da kann die nebenbei schon mal ein bisschen arbeiten. Und dann gucken wir mal, was wir bauen müssen. So, hallo, guten Tag. Erstmal ganz wichtig, der hier kommt jetzt hier hin. Fertig. Und dann habe ich den stets aktiv. Verstärkter Warpschild. Ach so, der bringt 50 Lichtjahre auf. 50 Lichtjahre für einen Warp-Hyperkern. Quantencomputer und Cadmium. Ja gut, er lässt mich halt auch ein rotes System. Ja, ist ja gut. So, mein Freund. Ich habe ein bisschen Sprit. Ich hätte gern jemanden auf Expedition geschickt. Am liebsten eigentlich hier tatsächlich. Ich glaube, es war auch ein Entdecker. Ja, war es auch. 50 Tonnen. Meine Flotte ist aber nur ein Stern. Dann schicke ich den doch nicht los, denn kaputt. Keinem. Ja, da hilft er mir auch nicht. Okay, okay, okay. Okay, hier ist meine Raffinerie, hier ist mein Lagerdings. Das habe ich schon gebaut. Da ich ein Päuschen gemacht habe, kann ich auch hier wieder alle Pflanzen. Ja gut, stand zwar da alle Pflanzen, aber naja. Manchmal noch ein bisschen falsch positionieren. Oh! Das wusste ich noch nicht. Aha. Nur die Eckregale oder auch die Zwischenregale? Scheinen nur die Eckregale zu sein. Das ist cool, das wusste ich auch noch nicht, dass in den neuen Pflanzräumen in den Ecken die Dinger Kohlenstoff bieten. Das ist eigentlich ganz praktisch, schön kombiniert. Mag ich. Was sollen wir denn eigentlich als nächstes bauen? Was sagt denn das Spiel? Dafür muss ich erst an einen bestimmten Ort. Konstruiere Folgendes.
Orbital-Exokraft. Ah, das bekomme ich aber erst, wenn ich das Protokoll gelesen habe. Dann heißt es, reisen wir weiter. Wir wollen ja nach Navagoosh. Navagoosh. Navagoosh, Navagoosh. Gucken wir mal, wo Navagoosh ist. Jo. Navagoosh. Ach, Navagoosh ist bei Treffen 2? Interessant. Da muss ich einen Zwischenhalt machen, um da hinzukommen. Außerhalb Sprungreichweite. Wie weit kann ich denn springen? So bis hierhin ungefähr. Komm ich da noch hin? Verstärkter Warpschild erforderlich? Ja. Temporaler Warpschild, ist klar. Chromatischer Warpschild. Okay. Ich würde jetzt frech sagen, das außerhalb. Wo möchte ich ihn hin? Das ist ein 3-Sterne-System. Von dort aus komme ich auf jeden Fall weiter. Ja. Klingt gut. So, Zwischenhalt. Wir sind angekommen in Odashi. Odashi-i oder Odashi-l. Ist bei groß geschrieben immer schwierig. Also wenn man nicht weiß, ob es groß oder klein geschrieben ist. Okay. Wir sind hier. Was sagt denn dieses System? Mhm. 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 Alles jetzt so relativ, ne? Okay, 8 Tiere, Pflanzen und sowas, Uran und Kupfer. Mhm. Unbeständige Winde. Wow. Okay, halt. Nicht hier lang. Wir gehen einfach mal auf die Station. Und gucken schon alleine mal, was es da so als Angebot gibt. Ja. Aha. So. Vollspeed auf den Eingang zu. Und... sehr schön. Okay. Wir nehmen uns einfach mal den Anzugplatz mit. Der kostet 5.000, der müsste jetzt schon mehr kosten. 200.000. Der kostet 1.000. Ich nehme den 1.000er. Weil ich da noch ein Upgrade vorne im Rucksack habe. Wenn ich das fertig gebaut habe, kann ich das dann gleich umsetzen. Wie sieht es eigentlich mit meinem Multitool aus? Chromatisches Metall und Nanostoff. Kohlenstoff-Nanorohr. Okay.
Was sagen denn die Schiffsupgrades? Ich habe ja Naniten bekommen, schon ein paar Mal. Ja, nee. Für Schrott gebe ich jetzt mein Geld auch nicht aus. Wächter besiegen muss ich ja diesmal nicht mal, ne? Das heißt, ich kann mir das Geld eigentlich, beziehungsweise die Naniten sparen da dafür. Hi. Hast denn du so? Wärmeschutz, Giftschutz. Das war's? Okay, Schilde hätte ich mitgenommen. Aber man kann auch einfach mal nichts anbieten. Zumindest nichts, was man gebrauchen kann. Schwuppdiwupp. Gehen wir nochmal eine Kleinigkeit. Schrott verkaufen, den ich vielleicht noch so einstecken habe. Mindestens... die Eiweißperle. Verrostetes Metall, ja, könnte ich umwandeln. Aber ich wüsste nicht wozu. Also, ist halt effizienztechnisch nicht relevant, da jetzt Ferrit draus zu machen. Was kann ich kaufen? Könnt nochmal Sauerstoff kaufen. Das wäre vielleicht auch gar nicht so dumm. Das sind 35.000. Nehme ich. Natrium kaufen. Falls ich Natriumnitrat brauche. Okay, Kobalt werde ich nicht so derb brauchen. Ferritstaub werde ich mitnehmen, falls ich nochmal Platten und sowas brauche. Mikroprozessor, Kabelbaum, Lebenserhaltungsgel, Natriumnitrat könnte ich direkt kaufen. Ich habe aber schon Natrium geholt. Kupfer nehme ich mit. Sind zwar 100.000, aber nehme ich mit. Okay. Möchte hier zufällig jemand landen? Und mir vielleicht noch so Dinge verkaufen? Möglicherweise. Sieht irgendwie nicht so aus. Ich glaube, die waren jetzt erst alle gelandet und das kann sich dann gern mal einen Moment ziehen. Ist halt auch nicht so hundertprozentig ausgereift. Ja, oder die sind alle auf meinem Frachter, das kann natürlich auch sein. Das wäre genauso kontraproduktiv. Kann ich aber noch, da sich die Folge eh dem Ende nähert, kann ich zumindest, ich guck noch mal, ob ich hier irgendwo noch so Würfelchen und so wegen Navigationsdaten abfassen kann. Und sonst irgendwas. Hier, die Dinger zum Beispiel. Ne, ich möchte ja das hier. Okay, an den Wänden hängt nichts. Hier hinten kann ich ja dann jetzt auch rein. Oh. Moment. Ah, okay, das habe ich ganz vergessen. Das funktioniert natürlich erst, die Taktik, wenn der Materiestrahl repariert ist. Ja. Ja. Da das hier am teuersten ist. Keine Reparaturset im Inventar. Achso, da muss ich dann auf dem Frachter sein. Ja, gut. Ja, in den Atlasräumen ist jetzt eh nicht so viel drin. Zumindest nichts, was jetzt sofort relevant für mich wäre. Das ist alles okidoki. Dum, 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 dum. So, hier gab es auch nichts. Nö. 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 Das ist enttäuschend. Hätte ich sonst gern mitgenommen.
Aber naja. That's life. Okay. Dann ist es nun tatsächlich an der Zeit, diese Folge zu beenden. Und ich danke vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir dann ja weiter Richtung Navagouche fliegen. Also bis dann. Ciao, ciao.